Hey Leute, ich bin's Conny. Das neue Pet zum Lotte X Update ist draußen und es ist besser als erwartet. Außerdem verlose ich ein Huge Pet und ein paar Event Pets und erkläre natürlich, warum das Update doch besser ist als erwartet. Los geht's! Das neue Pet zum Lotte X Daycare Update ist da. Wir haben die Pet Daycare, zwei neue Huges, die Secret Door, Cozy Cove Area, okay, ein Rose Egg, eine Heart Chest. Da weiß ich immer noch, wahrscheinlich gehört das alles zu der Secret Door, wahrscheinlich. Multiple Pet Enchant, das ist gut. Kann man machen. Teleport Menu Icons. Also neue Icons fürs Teleport Menu. Werden wir uns gleich angucken. Player Cap Increase. Man kann mehr Spiele auf dem Server haben. Bugfixes. Okay. Wahrscheinlich hat es deswegen länger gedauert, das Update zu posten, weil die noch einstellen mussten, dass man mehr Spiele haben kann. So, Teleport Icons. Ach, jetzt sind hier so Icons davor. Mine, Beach. Also wenn da eine Maschine ist, steht da immer, was da für eine Maschine zu finden ist. Hier gibt's Kisten. Das ist cool. Wenn wir jetzt in eine Doodle-Welt gehen, sehen wir hier. Hier gibt's Eier, hier gibt's eine normale Region, hier gibt's eine Kiste, da gibt's auch eine Kiste. Alles klar. Das sind die neuen Icons, damit kann man dann sehen, wo man sich hin teleportiert. So, wo diese Secret Area ist, das weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr schon mal eine Ahnung. Hinter dem Wasserfall im Valentinstagshaus. Also wurde das Valentinstags-Event wirklich fortgesetzt? Der Valentinstag ist vorbei. Na gut, Preston weiß wahrscheinlich, dass Events immer gut ankommen. Dann gehen wir nochmal zur Spawnwelt, zum Shop rüber. Warum steht da Egg? Wahrscheinlich wegen dem Valentinstag-Stick. So. Und dann gehen wir, ja tatsächlich, das Valentinstags-Event ist nicht weg, es wurde tatsächlich erweitert. Damit hätte ich nicht gerechnet. Dann geht's jetzt weiter, Valentinstags-Event Part 2 scheinbar. Kommen wir hin und hinter dem Wasserfall und hier gehen wir einmal hin. To enter the secret Valentine's TBD, you must complete this quest. Start. Okay, wir starten die Quest. Ah, okay, Quest. Break 200 Heart Piles. Return when you have finished. Ah, okay, wir müssen Heart Piles breaken. Wir haben Quests zu erledigen. Gar kein Bock. Sache ist, das ist dann auch noch für ein Event und dann so viel für ein Event. Komm, wir packen natürlich Settings. Einmal Pet Sending auf Single, damit wir das schneller machen können. Ich weiß nicht, ob die dazu zählen, aber ich pack's einfach rauf, wenn ich sehe, ne? Sollte ja eigentlich relativ schnell gehen. So, immer ein bisschen hier. Hier haben wir wieder einen Hardpile, hier haben wir einen Hardpile, da haben wir einen Hardpile. Die Kisten nehme ich mit, wenn ich kann. Aber die Hardpiles gehen vor. Ja, und hier übernimmt mal der Conny aus dem Schnitt. Am besten farmt ihr die Hardpiles auf leeren Servern. Es zählen wirklich nur diese Stapel an Hardpiles. Sucht dann in der normalen Welt und in der Tech-Welt. Und viel mehr könnt ihr nicht machen, außer halt mit Pet Sending Single durch die normale und die Tech-Welt laufen und dann den Server zu wechseln. So ein Schmarrn. Ich habe gerade nur diese Kisten gesehen. Aber wir kommen hier echt nicht voran. Okay, da wir nicht vorankommen, denke ich, gehe ich mal zum Shop und schaue in den Briefkasten. Weil Daniel meinte, ich soll da reingucken und Gumball meinte, ich soll da reingucken. Schauen wir mal nach. Ich habe 6 Gifts bekommen. Einmal haben wir Gabriel 2317, danke für die 100.000 Gems. Fire Dragon OG, danke für die 187.000 Gems. Till zockt, danke für die 2 Millionen Gems. Und LPlayD schreibt: Bitte geben wir dies wieder back, Daniel. Ich werde es nicht zurückgeben. Ich weiß, das war nur ein Joke. Danke für die 50 Millionen Gems. Diese ja. 50 Millionen Gems werde ich verlosen. Ach ja, und ein New Tailrock. Werde ich vielleicht auch verlosen, ne? Ist sehr langweilig. Zum Verlosen von Gumball. Jo, dankeschön für den Party-Axolotl und den zweiten Party-Axolotl. Ich gehe mal auf Claim All und dann starten wir mal eine Verlosung. Wer von euch jetzt diesen goldenen Huge Hellrock haben möchte, schreibt seinen Roblox-Namen in den Live-Chat. Schreibt jetzt euren Roblox-Namen alle rein, wenn ihr den Huge Hellrock haben wollt. Ich werde dann gleich einen Gewinner aus dem Chat picken lassen vom Bot. Und der Gewinner ist Maxi King. Geh dann zum Briefkasten auf Sands, paste deinen Namen einfach rein. Den Huge Hellrock. Und die 50 Millionen Gems. Viel Spaß mit den 50 Millionen Gems, Maxi King unterstrich Neues, ne, und den New Tailrock. So, und es gab ja noch weitere Pets, die ich bekommen habe zum Verlosen. Und zwar, Party Axolotl habe ich 2 bekommen. Ich würde sagen, ich wähle jetzt noch einen Gewinner aus. Der bekommt dann 3 Party Axolotl von mir. Also Ausrufezeichen Winner. Und dann gucken wir mal, wer gewonnen hat. Snickers Frog. Einen Party Axolotl. Bitte sehr. Und dann natürlich noch einen Party Axolotl an Snickers Frog. Und noch einen dritten Party Axolotl an Snickers Frog. Ich choose this too fast. Na gut. So, das reicht dann aber auch mit den Gewinnspielen. Oh, ich sehe gerade, ich habe ein neues Paket bekommen. Till zockt. Kennst du Conny? Nee, habe ich nie gehört. Aber vielen lieben Dank für das Update Hype Gift. Dankeschön. Soll ich das auch noch verlosen? Schreibt mal in den Chat, ob ich das Update Hype Gift jetzt auch noch verlosen soll. Wenn ja, dann wähle ich nochmal einen Gewinner für das Update Hype Gift aus. Aber werde jetzt vorher noch einmal hier alle Piles abfarmen, die ich finden kann in der Welt. Ja, ja, ja. Okay, ihr schreibt ziemlich viel Ja. Dann werde ich gleich nochmal einen Gewinner picken für das Update Hype Gift. Und sobald ich zurück bin, kriegt er dann sein Geschenk. Oder sie. Oder es. Krieg ich auch.
Du auch? Ja. Du hast doch schon einen Update-Hype-Gift bekommen. Ja, und dann noch eins. Ja, ich weiß ja nicht. Vielleicht, wenn du deinen Namen in den Chat schreibst, könntest du ja immer noch gewinnen. Ja, ich probier's. Alle Leute, die in den letzten 5 Minuten ihren Roblox-Namen in den Chat geschrieben haben, nehmen theoretisch teil. Yeah, oha. Und der Gewinner ist... Oh. Gumball, als ob Gumball gewonnen hat. Schon wieder? Noch Neuzug? Neuzug? Nee, Gumball hat's mir ja geschickt, der hat ja nicht gewonnen. Oder nee, ich finde seinen Namen sowieso heraus. Ich gehe auf Gifts, dann auf den Verlauf und dann sehe ich, dass ich ein Gift von Ultimate Bärchen 2006 geclaimed habe. Okay, Gumball, du bekommst dann von mir ein Update-Hype-Gift. Bitte sehr. So. Kannst du theoretisch den Stream auch gleich beenden. Ich will auch noch das Update spielen, Daniel. Ah. Ach so, Update. Ah, da war ja was. Aber stimmt, wir wollten uns doch die Pet Daycare angucken. Die Pet Daycare, die muss doch theoretisch am Spawn sein, oder? Wenn die nicht am Spawn ist, doch da hinten. Hier ist die Daycare. So, wird Zeit, dass wir uns die mal angucken. Hier können wir dann unsere Pets abgeben, um sie verwahrlosen zu lassen. Gehen wir mal hin. Hier gibt's View. Ich habe keine zum... Ich kann upgraden. Ach, ich kann weitere Daycare-Slots kaufen. Verstanden. So wird das monetarisiert. Enroll. Okay, Daycare. Select a pet to view possible Daycare loot. Stay online for a shorter wait. Verstanden. Ich muss online bleiben, um weniger warten zu müssen. Aber ich muss nicht zwangsläufig online bleiben. Wenn ich das reinwähle, dann... Ach doch, dann gibt's schon mehr Loot, als ich dachte. Oh, man kann sogar ein Huge Meebo in ein Spaceship bekommen. Das ist natürlich cool. Aber hier steht Fragezeichen, Fragezeichen. Und man kann hier auch schon, ja, 50 Millionen bekommen nach 6 Stunden. Und wenn ich mehr davon reinpacke, dann kann man mehr bekommen und es dauert trotzdem alles 6 Stunden. Ich packe dann einfach meine ganzen guten Pets hier rein. Aber mehr kann ich nicht reinpacken. Verstanden. Ist mir egal, dann machen wir das trotzdem einmal so. Ich drücke auf Enroll, dann sind meine ganzen Pets weg. Put these Pets in Daycare. Yo. Die sind dann auch weg. Wenn man sie in die Daycare reinpackt, muss man diese 6 Stunden warten. Und ihr seht, es sind nicht wirklich 6 Stunden. Wenn ich online bin, vergeht die Zeit doppelt so schnell. Aber wenn ich offline wäre, wären es 6 Stunden, die ich warten muss. Und dann bekomme ich möglicherweise Loot, möglicherweise auch nicht. Und die Wahrscheinlichkeit auf ein Huge ist wahrscheinlich wieder verschwindend gering. Sind die dann weg? Nee, man kann sie zurückbekommen, aber nach 6 Stunden kann man sie zurückbekommen. Die werden da jetzt gut behandelt, in Anführungsstrichen. Aber ich finde ehrlich, die Daycare ist sehr viel besser, als ich gedacht habe. Natürlich ist sie ziemlich teuer mit den 1250 Robux für die Slots, aber mit der Daycare bringt Preston ein neues Feature ins Spiel, das tatsächlich nützlich sein kann. Und damit, finde ich, ist das Update tatsächlich gut. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Update haltet. Ich werde jetzt noch einmal gucken, ob man irgendwo ein bisschen Coinpiles farmen kann. Neue Eggs, neue Pets und das war's. Und für die muss man dann weiter halt diese Valentinstagswährung hier farmen. Okay, hier kann ich theoretisch diese Piles farmen, aber guck mal, wie lange das dauert, die Dinger zu farmen. Und ich habe eigentlich schon Triple Damage drin. Das heißt, es lohnt sich gar nicht, die hier abzubauen, aber die sind halt jetzt alle hier. Oh, gar keinen Bock, Leute. Gar keinen Bock. Und weil ich euch das Gefarme nicht auch noch bei mir antun möchte, würde ich sagen, war's das mit dem Video. Klickt jetzt auf das Video, das euch hier angezeigt wird. Da habe ich ziemlich viel Arbeit reingesteckt. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao! Thank you.